Sie bilden sich den Schmerz vielleicht nur ein, sie müssen mehr Wasser trinken. Wenn jemand behauptet, dass Endometriose nur Periodenschmerzen sind, hat er noch nichts an der Sache verstanden. Der Arzt hat gesagt, es war höchste Eisenbahn. Er hat noch nie eine 16-Jährige mit so viel Endometriose im Bauchraum gesehen. Ich bin die Kathi, ich bin 21 Jahre alt und ich habe vor 5 Jahren die Diagnose Endometriose bekommen. Wenn ich meine Schmerzen auf einer Skala einschätzen müsste, jetzt gerade geht's, ich würde sagen so eine 6,5. Das ist aber auch so mein Standardschmerz, weil man sich an den einen oder anderen auch einfach schon gewöhnt hat. Es gibt aber auch oft Tage, wo ich schon an die 8,5 bis 9 komme. Ich habe gemerkt, dass ich jetzt schon den einen oder anderen Fall hatte, wo ich schnell ein Medikament gebraucht hätte, wo ich unterwegs war. Dementsprechend gehe ich auch ohne diesen Medikamentenbeutel eigentlich nicht mehr außer Haus. Und damit fühle ich mich einfach sicherer. Ich habe meine Periode mit so 12 Jahren bekommen. Für mich war das eigentlich kein Thema, dass ich jetzt einer der Ersten war, die in meinem Umfeld die Periode hatte. Also so mit 12, 13 hat es dann angefangen, dass ich Schmerzen beim Wasserlassen hatte, extreme Schmerzen. Ich bin dann auch relativ schnell zu meiner Mama gegangen und habe gesagt, okay, ich war jetzt gerade auf Toilette und es tut extrem weh. Ich kenne diesen Schmerz nicht. Was könnte das denn sein? Was könnte dagegen helfen? Und meine Mama hat natürlich dann, sage ich mal, so die Hausmittelchen erstmal ausgepackt. Es hat dann aber nicht geholfen. Dementsprechend sind wir dann auch relativ schnell zu meinem damaligen Kinderarzt. Und der hat dann gesagt, ja, wir müssen mal testen, ob es vielleicht eine Blasenentzündung ist. Das war es aber dann nicht. Dementsprechend musste man dann letztendlich weitersuchen. Ich habe mich da voll und ganz auf die Ärzte verlassen, dass sie es rausfinden werden, woran es liegt. Der Stress kam, glaube ich, aber dann wirklich erst so nach ein paar Wochen und Monaten, wo ich dann einfach gemerkt habe, okay, Man geht zu Arzt und sucht nach dem Ursprung, woran es liegt, und kein Arzt findet was. Und da fragt man sich halt dann irgendwann schon, okay, was stimmt mit mir nicht? Als ich meine beste Freundin darüber aufgeklärt habe, was mit mir los ist, war das zum Schullandheim in der 7. Klasse. Es gab dann eine Situation, wir waren dann in so kleinen Hütten untergebracht in Inzell. Und ich war auf der Toilette und kam raus und dann hat sie mich angeschaut und gesagt, sag mal, du bist komplett bleich, ist alles gut bei dir? Geht's dir irgendwie nicht gut? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, komm mal rein, ich erzähl dir mal was. Also eigentlich hat unsere Freundschaft auch da erst so richtig begonnen, auch vertraut zu werden. Also ich kann mich genau noch daran erinnern, dass ich im ersten Moment nicht ganz genau wusste, was ich sagen soll, weil es gab dieses Schmerzen. Und man will ja helfen. Ich weiß, ich habe mich so hoffnungslos gefühlt. Ich wusste, was ich machen kann, ist einfach schauen, dass ich hier eine schöne Zeit mache. Also Magda war in der Hinsicht für mich einfach eine Erleichterung, weil sie mich nie verurteilt hat. Und Magda hat mir immer geglaubt und hat gesagt, ja, ich bin für dich da und ich glaube dir zu 1000%. Also die Kathi habe ich als unglaublich starke Person schon immer wahrgenommen, weil ich mir dachte, wie viel Kraft muss eine Person haben, um quasi zu zeigen, mir geht's gar nicht gut. Aber ich versuche es einfach, euch nicht zu zeigen. Und das zeigt so eine große Stärke. Und das sage ich immer wieder, wenn sie einfach schwache Momente hat. Du bist so stark, du bist eine der stärksten Personen, die ich kenne. Danke. Und es ist einfach so. Ich würde sagen, dass sich der Schmerz sogar in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt hat, weil dann einfach immer mehr dazu kam. Oft in dem Zeitraum während der Periode, vor der Periode und etwas nach der Periode. Rückenschmerzen, Beckenschmerzen, Übelkeit, Kreislaufprobleme. Jeden Tag war irgendwie was anderes. Also gezweifelt an mir habe ich ab dem Zeitpunkt, wo ich dann gemerkt habe, so mit 14, okay, die Ärzte helfen mir irgendwie nicht. Das kann nicht sein, das sind halt normale Periodenschmerzen. Sie bilden sich den Schmerz vielleicht nur ein, sie müssen mehr Wasser trinken. Die Fehltage haben sich gehäuft, in der Schule natürlich. Ich habe mich irgendwo auch zurückgezogen. Ich wollte keine Freizeitaktivitäten mehr machen. Als ich dann wirklich ja schon Jahre mit Schmerzen verbracht habe und wir nicht wussten, woher das kommt, hat meine Mama so ein bisschen im Stillen, glaube ich, angefangen zu googeln und selber zu schauen, woran könnte es denn liegen. Sie kam irgendwann auf das Thema Endometriose
Und sie hat es tatsächlich zum allerersten Mal beim Frauenarzt angesprochen. Der Arzt hat mir dann gesagt, naja, er glaubt nicht, dass ich das habe, weil ich so jung bin. Ich habe das dem Arzt auch geglaubt und jetzt kann ich wieder einen Haken auf meiner Liste letztendlich setzen. Meine Mama hat mich bei der Diagnose und auch vor der Diagnose immer unterstützt, hat mich zu allen Arztterminen begleitet. Ja, hat mich immer unterstützt, hat mir geglaubt und hat immer zu mir gehalten. Diese Ungewissheit war für mich eine ganz, ganz schwere Zeit, weil ich mein Kind leiden sehen habe. Ich lag mit ihr im Bett weinend, mit ihren Schmerzen, weil ich nicht mehr wusste, was ich tun soll. Diese Hilflosigkeit war für mich wirklich ganz schlimm. Und ich erwarte von einem Arzt, dass er sich meine Geschichte oder die Geschichte meiner Tochter einfach anhört und wirklich versucht, uns zu helfen. Ich habe einfach wirklich das Vertrauen in die Ärzte verloren. Diese Gespräche hatten wir immer wieder auch mal, ja, wo wir sagen, okay, es ist wieder ein Arztbesuch. Vielleicht bringt er auch wieder nichts, aber wir müssen einfach trotzdem weiter schauen, dass wir irgendwie der Sache auf den Grund gehen. Als Vater ist es natürlich nicht schön, wenn man eine Tochter hat, wo man merkt, dass es ihr nicht gut geht. Ich denke, es ist wichtig, einfach bedingungslos füreinander da zu sein. Immer versuchen, irgendwo in der Familie einen gemeinsamen Weg zu finden, fürs Wohl vom Kind, fürs Wohl der Tochter. Als ich dann so circa 16 Jahre alt war, hatte ich wieder sehr starke Blasenschmerzen. Und die Mama hat dann gesagt, ich habe einen Frauenarzt, bei dem war ich früher. Da rufen wir jetzt mal an. Und da hat er dann von sich aus gesagt, ja, haben Sie denn schon mal an Endometriose gedacht? Und ich musste dann tatsächlich kurz lachen und meine Mama auch. Mir so, ja, das Thema haben wir schon durch. Und da hat meine Mama mich dann so fragend angeschaut und hat gesagt, ja, Kathi, willst du es denn abklären? Und dann habe ich gesagt, naja, wie klärt man Endometriose denn letztendlich eigentlich ab? Und dann hat er gesagt, ja, per Bauchspiegelung. Das heißt, es sind 4 kleine Schnitte. Und darüber könnte man dann sehen, ob es Endometriose ist. Meine OP war dann im Mai 2018. Nachdem ich aufgewacht bin, nach der Narkose, habe ich erstmal den Blick nach unten gemacht. Das heißt, ich habe erstmal die Decke runter und habe geschaut, okay, wie viele Schnitte, wie groß ist das, wie sieht das überhaupt aus? Und da habe ich dann letztendlich meine Diagnose bekommen, dass ich glasige Endometriose habe. Er hat noch nie eine 16-Jährige mit so viel Endometriose im Bauchraum gesehen. Endometriose ist eine sehr häufige Erkrankung. Davon ist tatsächlich jeder 10. Mensch mit Gebärmutter betroffen. Und dabei siedeln sich Zellen, die der Gebärmutterschleimhaut ähneln, irgendwo im Bauchraum an, zum Beispiel am Darm, an der Blase oder am Bauchfell. Die Gebärmutterschleimhautzellen bauen sich ja im Menstruationszyklus auf und mit der Blutung wieder ab. Und die Endometriosezellen, die verhalten sich genauso. Und dadurch kommt es zu Blutungen und Entzündungen im Bauchraum und Betroffene können sehr starke Schmerzen und Beschwerden haben. Menstruationsbeschwerden lassen sich nicht immer eindeutig von Endometriosebeschwerden abgrenzen. Eine sichere Diagnosestellung bis heute erst mittels Operation einer Bauchspiegelung erfolgen kann. Denn dabei können dann Proben entnommen werden und die werden auf Endometriosezellen untersucht. Und bevor man als Arzt oder Ärztin zu einer Operation rät, möchte man sich eigentlich erst sicher sein. In dem Moment muss ich sagen, war ich erleichtert. Es hört sich vielleicht ganz komisch an für einen Außenstehenden, aber ich hatte es schwarz auf weiß. Und ich habe damit zu dem Zeitpunkt nicht mehr gerechnet, dass ich weiß, woran es letztendlich liegt. Von meinem ersten Schmerz an bis zur Diagnose waren es dann circa 4 Jahre. Das ist eigentlich relativ kurz, muss man mittlerweile sagen, weil bei vielen es 7, 8, 9, teilweise noch mehr Jahre dauert. Als ich dann daheim angekommen bin und das Ganze auch mal ein bisschen sacken lassen habe, habe ich natürlich geschaut, okay, wie geht's jetzt weiter? Es wird Medikamente geben, es wird Sachen geben, die ich dagegen tun kann, damit die Schmerzen nicht so schlimm sind, und war deswegen eigentlich sehr optimistisch. Das Yoga hilft mir persönlich, einfach ein bisschen mich zu dehnen, zu stretchen, meine Muskeln zu entspannen und auch ein bisschen mich selber runterzubringen von dem gestressten Tag dann oder so. Aber natürlich macht das nicht die Schmerzen komplett weg. Jeder bei der Endometriose hat auch irgendwie andere Symptome. Man kann es nicht einfach über einen Haufen werfen und sagen, jeder ist gleich. Das heißt, jeder muss für sich seinen Weg finden. Es gibt auch Tage, da habe ich solche Schmerzen, da schaffe ich es auch einfach nicht, mich zu bewegen. Und da brauche ich meine Wärmflasche, meinen Tee und mein Bett.
Und da ist es einfach nicht möglich, auch kleinste Yoga-Übungen zu machen, weil es einfach wehtut und mir die Energie und alles Mögliche fehlt. Das ist dann schon deprimierend, weil man auch das Gefühl hat, okay, alle um mich herum können machen, was sie wollen, können so oft, wie sie wollen, Sport machen, rausgehen und ich letztendlich nicht und muss da immer Tag für Tag auf meinen Körper hören. Nach der OP ging es mir dann echt ganz gut. Im September 2018 habe ich mich dann dazu entschieden, eine Ausbildung zu machen. Ich habe meinem Arbeitgeber nichts von meiner Diagnose gesagt, aus dem Grund, weil ich Angst hatte, dass ich letztendlich die Ausbildung nicht absolvieren kann, dass sie keine chronisch Kranke in ihrem Betrieb haben wollen. Und es kamen natürlich dann auch wieder die Fehltage, weil die Schmerzen schlimmer geworden sind. Es kamen neue Sachen hinzu, die ich nicht einschätzen konnte. Und da habe ich dann auch zu meiner Mama gesagt, ich möchte jetzt bei dem Arzt, bei dem ich mich operieren lassen habe, vorstellig werden. Bei meiner zweiten Operation bezüglich der Endometriose war ich dann 19 Jahre alt. Nach der zweiten OP habe ich dann auch einfach mir Zeit für mich genommen. Ich habe vor allem die Trauer zugelassen. Einfach diese Wut. Ja, das ist einfach Hilflosigkeit, die man verspürt. Weil man alleine ist und sich alleine fühlt irgendwie. Obwohl man ja nicht alleine ist. Es haben ja so viele Leute da draußen. Und so viele Frauen sind betroffen und können diesen Schmerz nachvollziehen. Ich habe Anna vor meiner Diagnose schon verfolgt. Anna und mich verbindet letztendlich die Diagnose Endometriose. Ich konnte auf ihrem Account Infos einholen. Ich war nie so die Person, die auf Instagram irgendwelchen wildfremden Menschen geschrieben hat. Und bei Anna habe ich mir einfach gedacht, naja, die kann das nachvollziehen, die kennt sich sehr gut damit aus. No risk, no fun. Ich schreibe einfach mal. Hallo Kathi. Hallo Anna. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass du so schnell antwortest. Das war ja irgendwie mitten in der Nacht um 2 ungefähr. Oft bin ich selber nachts schlaflos. Damals halt auch oft noch wegen der Endo-Beschwerden. Und mir tut der Austausch ja auch immer gut. Bei mir war das ja so, ich habe 2015 die Diagnose bekommen. Und damals habe ich noch hauptberuflich gemodelt. Und wenn ich da irgendwie so 9 Stunden halbnackt als Fitting-Model bei einem Designer stand, das hat die nicht interessiert, ob ich jetzt gerade starke Krämpfe bekomme. Und irgendwann ist es für mich auch einfach total schwer geworden, das immer zu verstecken. Und irgendwann habe ich es dann einfach ganz spontan rausgehauen. Du hast mir da wirklich irgendwie Mut gemacht zu sagen, okay, ich brauche mich da nicht zu verstecken. Ich sage das, weil das gehört zu mir. Und ja, dafür bin ich dir auch sehr, sehr dankbar. No, danke schön. Ja, das freut mich total. Und ich finde vor allem, man kann auch die Tipps und Ratschläge logischerweise viel besser annehmen und auch geben, wie jetzt, wenn sie einfach von Personen kommen, die nicht wissen, was man da durchmacht. Dann danke für die Tipps und die Offenheit. Gerne. Dieses Ich kann nicht. Aufgrund den Schmerzen. Das war für mich oder ist für mich auch nach wie vor teilweise einfach schwer. Oft habe ich bei Absagen einfach pure Enttäuschung verspürt, weil ich gerne hingegangen wäre auf irgendwelche Geburtstage, auf irgendwelche Veranstaltungen, Feiern. Und das ist dann teilweise sehr enttäuschend für mich, dass ich einfach Sachen verpasse. This is not what you wanted. Die Endometriose begleitet mich täglich. Öfters nach dem Essen habe ich auch den sogenannten Endobelly. Ja, man muss sich das schon fast so vorstellen, man sieht aus wie schwanger. Ich muss sagen, dass ich sogar aktuell eine recht blöde Phase habe, starke Schmerzen habe, da wo es teilweise dann auch nicht mehr möglich ist, das ohne Medikamente irgendwie durchzustehen. Es gibt Tage, da wo dann mehrere Symptome zusammenkommen und ich so ein fast Knockout habe. Ja, ich vertraue meinem damaligen Operateur und deswegen habe ich mich auch entschieden, da nochmal vorstellig zu werden. Ist eine OP vielleicht nochmal notwendig oder nicht? Jede OP sind letztendlich auch Vernarbungen im Bauchraum, die Schmerzen verursachen können. Ein bisschen Angst habe ich natürlich. Die Schmerzen komplett vergessen fällt mir schwer, aber es gibt Momente, jetzt wie ich mit meinem Freund abends noch was koche oder wir zur Zeit einfach zusammen verbringen, merke ich dann schon, wie es manchmal so ein bisschen verfliegt. Mir ist es einfach wichtig, dass Endometriose nicht mehr so ein Tabuthema
bleibt oder ist, wie es jetzt gerade noch ist. Ja, es ist bekannter geworden, das ist auch gut so, aber es muss sich trotzdem noch deutlich mehr tun. Ich habe relativ spontan mal entschieden, als ich super viel Schmerzen hatte, ich gebe der Sache jetzt einen Namen, warum nicht Elfriede, E für Endometriose und Friede, dass sie irgendwann Frieden gibt. Und das macht es mir manchmal auch einfach leichter, lieber mal auch ein bisschen lustiger drüber zu reden, weil es gibt genügend Momente, wo die Erkrankung nicht lustig ist. Ich bin stolz, dass ich nie aufgegeben habe. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich offen mit der Sache umgehe, dass ich es nicht mehr verstecke, dass ich zu mir stehe, einfach nie aufgegeben habe und auch nach wie vor immer weitermache.